Donut ist ein Shorttask. Ich werde mir selber mal gucken. Das ja. kommt mir ziemlich lang vor. Sechser muss er auch zu zwei Leuten ordnen. Okay. Es ist Jovka, es ist Kung Fu ist langgelaufen, Kung Fu ist langgelaufen und hat nichts reported. Kung Fu ist langgelaufen und hat nichts reported. Jovka? Warum ist es Jovka? Warum ist es Jovka? Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Ich bin da gerade runtergelaufen. Das ist Kung Fu, ne? Ja, okay, Kung Fu ist langgelaufen, nicht reported. Dicker! Ehrlich, lass ausreden, lass ausreden. Dreimal gesagt, du hast dreimal im Post. Warte, zuerst Jovka und danach Kung Fu. Nein, nicht zuerst Jovka. Er hat reported, er redet zuerst. Ist doch scheißegal, Alter. Erster Reporten reden lassen. Jovkai, sag du. Also, ich bin lang gegangen, hab Kung Fu, also er ist vor mir lang gegangen und dann habe ich ihn gesehen, wie er nicht reported hat. Und wenn ein Typ tot ist und nicht, also nicht reported, dann, ich verstehe, sag mal, warum hast du nicht reported? Ja, ist sag mal bitte. Okay, Kung Fu? Ja, wenn ich es gewesen bin. Kung Fu, was ist deine Meinung dazu? Wenn ich es gewesen bin, warum hast ja, du nicht ja, ist okay, Jovkai ist okay. Kung Fu, was ist deine Meinung? Also ich bin rausgelaufen, wollte ganz unten links die Task machen, war auf dem Weg da, Jovka kommt mir entgegen, wollte schon umdrehen, um mich zu töten, ist aber dann wieder umgekehrt, ist weitergelaufen und weil es so suspicious war, bin ich ihm hinterhergelaufen und dann lag die Leiche da. Wie soll ich denn mit Dis... Es gibt einen Cooldown, Killen, aber Jovka hat gerade Cooldown gesagt. Und Shady war hinter mir. Wo genau liegen die Leiche? Deswegen finde ich Django ein bisschen suspicious und Lil Devil auch. Shady ist tot. Achso, Shady ist tot, Leute. Ey, Jungs, ich war 10.000 Stunden an Crewmate. Glaubt jetzt einmal den Crewmate. Einmal! Ich glaube, wo war die Leiche, Mann? Die war in der Mitte und Kung Fu ist langgelaufen und hat nicht reported. Wo in der Mitte? Kung Fu hat noch. Kannst du noch was zu sagen? Jungs, votet ihn off. Wenn es er nicht ist, votet ihn. Es ist Bull. Oh mein Gott. Der will, wenn du vorbeigelaufen hat nicht gewotet. Warum reportest du denn nicht? Wenn du es hätte vor mir sein müssen. Oh. Nein! Orange hat nicht gewotet. Hey. Nein! Warum? Sorry, Luca hat mich ausreden lassen. Dein Vierrad, Alter. Jovka hat die ganze Zeit versucht, mich zu töten. Ohne Glück. Nein! Okay, lass Jovka raus. Du hast genau das gleiche gemacht. Du hast die ganze Zeit an dem Kopf gewartet. Peinlich! Ist ich gerade, ja. Leute, lass ihn raus. Wen jetzt? Jovka. Okay. Ey, Little Devil. Aber erst in 35 Sekunden. Nicht aus dem Dings hier raus, ne? Aber Jovka, ist mal gut. Guck mal, jetzt mal ganz ernsthaft. Nein, ich finde auch immer noch. Bitte einen nein, Grund, ich finde dich immer noch nicht schlimm. Ich meine so viel, Mann. Ich verstehe nichts. Doch, wenn du Jovka rausvotest, dann ist das für mich ein gutes Angebot. So. Aber ein gutes Angebot. Mein Argument vorhin war, ist lang gegangen und hat nicht reported. Kann mir bitte das einer interessiert sagen, niemanden, du bist sowas du von der Post, Alter. Votet, Leute, votet. Hey, Digga, wollt ihr mich verarschen? Warum ist das kein Argument, was Sinn macht? Keiner weil ist es niemanden interessiert, nicht. Du bist ja im Post. Er lügt uns an und verarscht. Einer von beiden lügt. Wer denn jetzt? Pferd, erklär doch mal bitte ganz kurz, was da passiert ist mit dem Emergency-Knopf. Ihr seid beide gespawnt. Ich bin einmal weggegangen. Das macht echt keinen Bock so. Django, wir haben die erste Runde gewonnen. Ja, Luca labert die ganze Zeit rein und man kann gar nicht richtig das Ding ist halt echt gerade Trash. Ja, keine Ahnung. Votet mich. Ist mir egal. Ja, das Ding ist, ich hätte mich erklärt und ich verstehe auch nicht, wie man mir nicht zuhören kann. Man hört dir zu, aber Luca redet gerade rein. Er sagt ja, warum der keiner zuhört. Wegen dem Ergebnis. Was?
Wieso hat Firma was gemacht? Das ist für Bullshit, Alter. Was ist daran Bullshit? Nice, 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 nice. Oh ja, macht voll keinen Spaß, wenn man das sieht. Okay, also Kung Fu ist safe. und Terry. Also die Lichter waren aus. Ich habe gerade einfach ohne Scheiß, ich wollte die Lights fixen gehen links oben. Ich kam gerade von unten vom Wasser aufdrehen. Mhm. Ich bin an dem Emergency Room links vorbeigelaufen und habe einfach nur das Report-Zeichen aufploppen sehen und wusste nicht, wo der Körper liegt. Da musste ich kurz, glaube ich, so 5 Sekunden oder so hin und her watscheln, bis ich dann gesehen habe, dass Schwarz da lag. Direkt über dem Emergency Room. Okay, wer war... Es gab bestimmt Pärchen, die unterwegs zusammen waren, ne? Also es gab, wer kann füreinander sagen, dass ihr zusammen wart? Führer, du warst auf jeden Fall bei dem, wo man das rebooten musste in der Mitte. Ja, red mal nicht. Ja, wer ist zusammen unterwegs gewesen und kann füreinander vouchen? Also ich bin auf den Naru gestoßen. Ja, aber erst am Ende. Ich war da auch hinterher, aber in der Tür. Ja, erst am Ende, aber ich wollte den Strom wieder anmachen. Also die Kills sind vor dem Strom passiert. Ja, klar. Ich sag ja jetzt nur, was ich meine, die sind bevor der Strom weg war, weil das Panel hat so angezeigt, dass die beiden schon tot waren, bevor Lichter ankamen, ausgingen. Ja. Ja, davon. Task gemacht. Aber wie gesagt, war ein Schluss. Es gibt halt ein Pärchen hier, weil es war ein Double Kill. Garantiert. Ne? Und die sind bestimmt zusammen unterwegs gewesen. Django, warte mal. Stopp. Wer war im Wasserraum? Weil ich war mal kurz im im Adminraum und hab da zwei Leute alleine. Eine Zeit lang gesehen. Ja, ich war nicht alleine, das war glaube ich Vierer, glaube ich. Ja, ich hab nämlich auch diesen Wasserhahn aufgehabt. Naru ist garantiert safe, weil er hat Weapons gemacht. Also ich glaube, Firo hätte mich killen können, wenn er wollte. Weil da war das Weapons gemacht, hat er gemacht, ne? So komisch wir müssen voten. Oder ne, wir können skippen, ne? Eigentlich aber wenn die... Ich würde skippen. Na sicher. Ich würde auch skippen. Wir haben einen getötet. Okay. Achso, wir haben einen getötet. Sind es nicht mal zwei? Ach ja, stimmt. Wir haben ja ein Ding getötet. Ein Joffki. Ja. Achso, ja, dann ist ja ganz so schlimm. Firo lag mitten, genau in der Mitte von der gesamten Karte auf dem Feld und ich will nur sagen, Friday und ich waren im im Admin-Raum. Wer sagt das Kung Fu? Rechts unten im Specimen Room muss ich muten. Ah, hört ihr mich da? Ja. Also, Also Kung Fu und Dreidel waren unten. Ja. Nein. Ich hab. Ne? Ja? Ich war ganz unten rechts, wo man diesen Kristall und so zu. Ach ja, wo war die Leiche überhaupt, Naro? Genau in der Mitte der Karte und ich hab Django kurz davor noch. Neben mir da auf der in der Mitte der Karte. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ich bin dir auch hinterhergelaufen, aber ich wollte auch nur gucken, was du machst. Also ich habe auch mit Dreidel dann einfach nur dann im Atemraum gechillt. Also ich, wie gesagt, ich
bin die ganze Zeit bei Dreddle danach gewesen. Ich war schon länger im Admin-Raum und dann ist Django hinzugekommen. Der war dann mit mir noch ein bisschen, aber ist der Buddy schon detected worden. Also keine Ahnung, er ist schon von links gekommen. Lil Devil, wo warst du? Ich war in den einen Raum, hab diese Daten abgegeben. Welcher? Also einer abholen musste. Welcher? Hier, diese einen da, man muss doch in den einen Raum gehen, den Hebel runter machen und so, hier diese Daten abholen. Ja. In den einen Raum gehen und die da hin tun. Also da übertragen. Oh, in der Mitte, hast du gesagt? Genau in der Mitte, mitten auf dem Feld. Und Django ist der Einzige, den ich da noch gesehen habe. Ungefähr ja, 30 Sekunden vorher. Also das gebe ich auch zu, Also da war ich auch, aber ich habe keine Leiche gesehen. Ich bin über dem, links hier Emergency Room lang gelaufen und bin hinter Naru hinterher gelaufen, dann bin ich einfach irgendwann zum Dreidel runter. Du hast dich dann von Naru getrennt, oder was? Ja, genau. Und ich weiß auf jeden Fall, dass... Also einer war auf jeden Fall rechts unten in diesem Specimen Room. Wer war denn da? Rechts unten auf der Map in diesem Labor. Das war ich. Na, wer? Kung Fu. Und... Also Naru und Lil, der will... Einer von beiden müsste es dann sein. Ich glaube, es ist Django. Warum bist du es nicht, Django? Ja, dann vote für mich. Ja, Naru, ich weiß nicht. So oder so was rauskommt. Nein! Nein, Naru ist es nicht. Ich sage, es war Naru, weil die waren beim vorigen Kill auch in der Mitte. Na, okay, ja. Nee, den habe ich schon zu oft gesehen. Okay. Oh. Okay, damit wir es jetzt festhalten. Dreddle, ich habe dich gerade rechts unten in dieses Labor gehen sehen. Also ja. Dreddle? Nee. Also, okay. Der Einzige, ich bin, also, warte mal, ich weiß gar nicht, ob Dreddle das gerade gesehen hat. Ich war im Emergency Room die ganze Zeit eigentlich. Ich habe dich auch einmal gerade gesehen, genau. Ja, und dann ist Lil Devil nämlich oben nach links vom Emergency Room gerannt. Und ich bin hinterhergelaufen. Ich hätte sie killen können. Sie hätte mich aber auch killen können. Deswegen, also meine... Dass der Django die ganze Zeit im Emergency Room war, ist eine Lüge, weil das habe ich beobachtet auf dem Ding. Also im Admin-Raum. Also, wer von euch ist es dann? Wen sollen wir nehmen? Du warst die ganze Zeit im Admin-Raum und hast mich gesehen. Irgendwann bin ich auch rausgegangen nach oben, habe ich gerade gesagt. Dann bin ich Lil Devil hinterhergelaufen, weil ich gucken wollte, was sie macht. Sag was dazu, Lil Devil. Ich überlege gerade, wen ich von euch glauben soll. Also ich weiß, ich habe Django auf jeden Fall vorhin gerade da lang. Also nicht da lang noch, sondern irgendwie. Ich habe auf jeden Fall, als wir uns getroffen haben, das war glaube ich weiter unten. Hattest du noch Tasks offen, Lil Devil? Ja, ich musste noch Richtung diesem Wasserding zu der Rakete. Wo wurde die Leiche denn gefunden? Wasserding, Rakete? Ich habe die nicht gefunden. Ich musste zu der kleinen Mini-Rakete. Am Wasserding. Scheiße, ich war in der Runde nicht so oft draußen, ich war nur bei immer Admin-Raum. Das Ding ist, in der letzten Runde habe ich zu viel gelabert. Jetzt, keine Ahnung. Also ich werde auf Lil Devil gehen allein, weil sie nur links rübergerannt ist. Also das ist das Einzige, was ich sagen kann. Echt? Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass DJ Dreidel nicht... Nein, ich nehme Django, weil du gelogen hast. Das war ein big mistake. Junge Dreidel! Oh nee. Ich habe jetzt quasi eine Münze geworfen. Der hat aber so gut gespielt, weil ich sag so, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Oha, oha. Wir haben gewonnen. Alter, ich habe das am Anfang so vergeigt, aber das hast du echt gut gespielt. Er kriegt bestimmt eine Karte, die Little Devil hat. Wer hat das? Welche? Nee, das macht mich keinen Spaß. Keine Ahnung. Ich kann es halt immer noch nicht nachvollziehen, wie ihr mich da rausgeworfen habt. Junge, du für mich bloß das Bischof. Ah, das war lustig. Es hat aber keinen Sinn gemacht für mich. Natürlich, wer von euch hat sicher gemacht? Es ist scheißegal, ob das für dich Sinn macht oder nicht. Wenn das Bischof ist.
Dich hat ein Crewmate angeklagt, der war seit über 20 Jahren gefühlt nur noch Crewmate. aber das ist ja kein Argument. By the way, nein, ist es auch nicht, aber trotzdem, wenn du suspicious warst in der Runde, dann ist es auch kacke egal, was du dazu denkst. Ja, aber es hat vom Sinn her keinen Schluss gefunden. Ja, und? Es hat Spaß gemacht, ich war mal seit längerer Zeit einfach.